Jonah! Du siehst furchtbar aus. Furchtbar und glücklich. Ich hatte recht, Jonah. Dad hatte recht. Die göttliche Quelle ist echt. Ich wünschte, er könnte das selbst sehen. Er wäre stolz auf dich. Sophia hat mir erzählt, was du für Erfolg getan hast. Lara, schön, dich zu sehen, Sophia. Jacob wartet im Observatorium auf dich. Gefunden. Die Gründer von Kitesh waren geschickte Handwerker. Und hier betrachteten sie den Atlas. Jonah, probier die Ketten aus. Okay. Verwendet haben, um den Bau der Stadt zu planen. Wie uralte Blaupausen. Ganz genau. Alles strahlt aus von diesem Punkt. Das Zentrum der Stadt liegt also unter dem See. Aber irgendwas stimmt nicht. Die Kathedrale, wo der Atlas war, ist auf der falschen Seite der Karte. Dreh noch etwas weiter. Halt! Das reicht. Kitesh liegt nicht unter dem See, sondern unter dem Gletscher. Die göttliche Quelle muss dort sein. Wie zum Henker kommen wir durch das ganze Eis? Warte. Dieser Pfad hier führt in die Stadt. Die Kathedrale ist dort und der Turm auf der anderen Seite. Das bedeutet, der Eingang von Kitesh befindet sich hier. Der Eingang von Kitesh ist hier. Sie wussten es. Lange dauern, bis Trinity die Position der Quelle entdeckt. Aber ich muss sofort zu Jonah. Auch wenn sie dadurch die Wahrheit aufgeben, deretwegen sie hier sind. Er hat sein Leben riskiert, um mich zu finden. Ich habe ihn fast schon einmal verloren. Das reicht. Dann gehen Sie. Tun Sie Ihre Pflicht.
Falls Jonah noch lebt, halten sie ihn bestimmt im alten Sowjet-Gulag fest. Diesen furchtbaren Ort wollte ich nie wiedersehen, aber ich kann ihn jetzt nicht in Trinitys Händen lassen. Jonah, halte durch. Sophia, bist du da? Lara, geht's dir gut? Ja, ich bin oben beim alten Kupferwerk über dem Gulag. Ich werde dort nach Jonah suchen. Ich kenne diesen Ort. Wir haben Waffen dort versteckt, als wir Trinity das erste Mal angegriffen haben. Könnten sich als nützlich erweisen. Danke, Sophia. Wir sehen uns, wenn ich wieder zurück bin. Sie haben jetzt Jonah und den Atlas. Aber wenn Sie glauben, dass er etwas weiß, lassen Sie ihn vermutlich noch am Leben. Ich kann nur hoffen, dass Jonah durchhält, bis ich ihn finde. Ich muss ihn zurückholen. Ich lasse ihn hier nicht sterben. Halte durch, Jonah. Ich finde dich. Lara! 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 Antworte mir! Als ich dich das letzte Mal gesehen habe, warst du... Verdammt, Lara! Sei nicht tot! Nach der Lawine kam ein kurzes Signal. Ein kurzes Echo. Aber es muss deine Stimme gewesen sein. Ich bin mir ganz sicher. Ich weiß, du hast überlebt. Zumindest die Lawine. Seitdem kam kein Piep mehr. Aber ich versuch's weiter. Noch mehr Propaganda. Arbeite hart gegen Kälte und Hunger. Ich weiß, ich sollte mich in Sicherheit bringen, aber... Du hast echt geglaubt, dass ich dich hier lasse? Ich sollte mich besser kennen. Ich muss Schutz suchen. Ich hätte nie an dir zweifeln dürfen, Dad. Ich war nicht da, als du mich am meisten brauchtest. Es tut mir leid. Ich beweise allen, dass du recht hattest, von Anfang an, dass es die Wahrheit war. Keine Ammenmärchen. Ich bringe es in Ordnung, Dad. Das schwöre ich. Lara, es ist Zeit. Jonah wartet. Jonah.
Jonah muss irgendwo da oben sein. Unglaublich. Die göttliche Quelle liegt im Zentrum der alten Stadt, begraben unterm Eis. Dann ist es also soweit. Ich veranlasse die Ausgrabung und bereite die Transporte vor. Die Männer sind im Archiv auf die Unsterblichen getroffen. Das wird nicht einfach, Bruder. Der heilige Pfad soll nicht leicht zu beschreiten sein. Wissen die Männer, was sie dort erwartet? Nein. Aber sie sind bereit zu kämpfen und für die Sache zu sterben. Mehr müssen sie auch nicht tun. Konstantin, wir stehen so kurz vor dem Ziel. Das ist erst der Anfang. Ich glaube, dass Trinity uns nur benutzt. Was, wenn sie dir die Quelle nicht überlassen wollen? Wir sollten uns vorbereiten. Hab nur Vertrauen. Ich wurde nicht von Trinity auserwählt. Wenn die Quelle erst mir gehört, ist es egal, was sie wollen. Ich führe dann Gottes unsterbliche Armee. Und du... Du wirst leben. Konstantin, der Gefangene ist wach und kann jetzt befragt werden. Schon unterwegs. Überall. Feuer einstellen. Es ist nur ein Reh. Der Wizard zeigt es mir. Sorry. Du hast etwas gesehen und reagiert. Ich hätte das gleich getan. Sieht alles sicher aus. Halten wir die Augen offen. Erwarten wir. Ich glaube, ich habe was gehört. Nein, falsche Richtung.